seid einfach mal dabei, wie ich meine Rasenpflege kurz vorm Herbst mähe und pflege. Moin Leute, es ist kühl geworden, der Herbst ist angebrochen, wir haben Anfang Oktober. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich meine Rasenfläche so pflege, was für Geräte hier zum Einsatz kommen, bis er denn hinterher gemäht ist. Was mich begleitet, sind Pilze und ganz viele Regenwürmerhäufchen. Die Regenwürmerhäufchen könnte ich jetzt mit den Laubbläser wegpusten, aber ich gehe wirklich immer noch einmal bei und hake die lieber einmal mit dem Fächerbesen komplett weg. Und das über die gesamte Anlage. Diese manuelle Arbeit, die macht mir natürlich überhaupt keinen Spaß. Aber so halte ich die Regenwürmeraugen ein bisschen in Schacht. Bevor der Laubbläser jetzt zum Einsatz kommt, schneide ich erst einmal die Rasenkanten. Das hat dann den Vorteil, wenn ich den direkt mache, also sprich der Rasenabschnitt liegt, den puste ich dann mit dem Laubbläser gleich auf die Rasenfläche und der Sichelmäher wird das Ganze dann aufsaugen. Jetzt kommt der derzeit leistungsstärkste Handlaubbläser zum Einsatz. Logisch, der ist mega einfach zu bedienen. Hier schalte ich ihn auf Dauer ein, auf welche Stärke ich ihn haben möchte. Auf ganz schwacher Stärke läuft das gute Stück 150 Minuten. Und wenn ich den Turbo Booster dazu schalte, ich mach mal an, dann merke ich schon wirklich einen Rückschlag. Doch dann schafft der 5 AH Akku gerade mal 17 Minuten. Man soll das aber nicht unterschätzen, wie viel Kraft der auf softer Stufe hat. 150 Minuten. Wenn ich den dann noch höher schalte, ich sag mal, bin ich 2 Stunden mit dem Ding, kann ich dann unterwegs sein. Und das ist schon mal eine Zeit, eine Ansage, mit der kann man arbeiten. Mit einem akkugetriebenen, leistungsstarken Bläser. Jetzt puste ich die Blätter, die auf dem Gang liegen, und den Rasenabschnitt vom Kantenschneiden einfach auf die Rasenfläche. Jetzt habe ich den flachen Aufsatz montiert und damit will ich noch einmal über die Rasenfläche gehen und nicht erwischte Regenwürmerhäufchen einfach wegblasen. Das geht wirklich super, super gut. Jetzt kommt der Mäher zum Einsatz. Erstmal die Ränder. Man hört wunderbar das Klacken und bekommt mit, wie er kleine Äste eicheln und die Blätter einsaugt. Lange habe ich überlegt, ob ich die Heckwalze montiere und schöne Streifen in den Rasen reinmähe. Gibt ein Video Streifen in den Rasen mähen mit dem Ego, da seht ihr, wie toll das ist. Aber
der Boden vom Rasen ist mir einfach zu weich. Ich habe da hinten einige Eichen liegen, die ich nicht aufgesaugt bekomme. Ich könnte sie jetzt mit einem Laubbläser wegpusten. Nur wenn ich was übersehe, dann drücke ich das alles tief in den Boden hinein. Auch ist manches Mal die Erde mir ein bisschen weich, dass wenn ich jetzt mit der Walze rübergehe, dass ich die Halme dann in den Boden drücke und dann sieht das Ganze nicht mehr schön aus. Also mähe ich den Rasen einfach runter und mache ihn sauber. Das war eine gute Entscheidung, die Walze mal wegzulassen. Denn ein paar Regenwürmeraugen habe ich mir reingeholt. Was natürlich nicht so schön aussieht, ist jetzt das Schnittbild, weil du siehst eben die Räder vom Rasenmäher. Aber ich habe mich entschlossen, jetzt noch einmal mit dem Laubbläser und der breiten Fläche über den Rasen zu gehen und das Liegengebliebene hochzupusten. Dabei werde ich dann auch die Reste von einigen Pilzen und einige Eicheln hinten ins Gebüsch reinpusten. Einige junge Halme konnte ich befreien. Das ist jetzt immer so diese Entscheidung. Ich habe hier auch ein bisschen Overseeding gemacht, ein bisschen nachgesät. Hier sind viele junge Halme jetzt dazwischen. In 1 bis 2 Wochen folgt die Herbstdüngung. Kalium halte ich, dass sich die Wurzeln entwickeln können. Ja, das Blöde ist, ich hätte euch gerne noch einmal Streifen gezeigt, aber ich riskiere zu viel dabei. Man erkennt sogar wunderbar jede einzelne Fußspur von mir. Und selbst mit dem Laubbläser habe ich nicht alle Halme wieder hochbekommen, aber einige junge konnte ich bei der Aktion retten. So macht mir das Arbeiten Spaß. Erstmal werden die Kanten geschnitten, dann kommen die Kanten auf den Rasen. Das mache ich im Übrigen nicht, wenn ich mit dem Sichelmäher dabei bin. Dann gehe ich mit der Kehrmaschine bei. Und dann fege ich die Halme von der Kante, die auf dem Stein liegen, die fege ich dann runter. Da ist mir gerade ein Blatt auf den Kopf gefallen. Der Rasen hat jetzt eine gute Ausgangsposition nach diesem wirklich sehr anstrengenden Sommer. Anstrengend und vor allem trocken war er. Heute war ein wunderschöner Tag, Herbsttag. 11 Grad, kein Regen, blauer Himmel mit Schäfchenwolken. Aber das soll nicht so bleiben. Nee. Regen ist wieder vorher gesagt und das die komplette nächste Woche. So, und ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche hier auf dieser Fläche aussieht. Bis dahin bleibt mir einfach nur zu sagen, von der Natur, für die Natur. Ciao, euer New Wonder.